Folge Nummer 49 von Hawkschicken Not Included. Wir sind hier wieder in dieser kleinen Welt und haben letztes Mal das Einkammersystem hier einen Anstoß gegeben, was ja auch schon gebaut wird. Wunderbar. Da wird jetzt gerade da drüben die Wand zerstört. Ich hoffe, sie wird auch relativ zügig zugemacht, weil wir gerade hier diese leckeren, verschmutzten Sauerstoff haben, der natürlich jetzt hier reinkommt, ne? Okay. Vielleicht legen wir da mal die Prioritäten. Ne, die Prioritäten sind so hoch. Aber da vielleicht noch nicht so richtig hoch. Da können wir noch ein bisschen. Und da können wir noch ein bisschen. Okay, das schmutzige Wasser kann da ruhig rein, weil da ist sowieso schmutziges Wasser. Ja, wäre schön, wenn da jetzt einer wäre, der es auch hilft, ne? Und da baut. Ja, hat ja jetzt gut geklappt, ne? Das Goldamalgam sollte man natürlich auch noch vielleicht abbauen, ne, oder? Geht aber nicht hin. Ja, kommt jetzt keiner, oder wie ist das? Machen wir mal so, das schmutzige Wasser kommt da rein, auch prima. Hier die Luftschleuse, haben wir keine Luftschleuse. Ah. Zack, Prioritäten super hoch hier. Läuft, ne? Läuft richtig gut. Da kommt jetzt jemand, was macht der? Hier mal schmutzige Luft, super. Können wir denn irgendwo schon so einen Filter bauen? Ja, ne? Dann bauen wir da mal gerade den Filter ein. Wenn er denn gebaut wird. Prio 5. Der Koch macht erstmal eine Wand, das ist schon mal gut. Was hat der gerade für einen Gesichtsausdruck da? WASD ist hier verschieben, ne? Ich versuche gerade mit den Pfeiltasten die ganze Zeit das zu machen. Nicht so schlau. Okay, da wird das nächste Stück Land gemacht, Wand gemacht, nicht Land. Noch ein Stück Land, sehr gut. Ja, aber weiter geht's dann doch noch nicht. Schade. Ah, die Prio von den Leitern ist niedriger, deswegen geht das hier auch nicht, dass da einer dann abbauen kann. Nicht so toll, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir es hinkriegen. Essen haben wir 15.000, das geht. Attributserhöhung. Travallo-Maschinen verbessert auf Stufe 7, sehr gut. Und da gibt es jetzt ein Dingens hier. Achso. Gucken wir erstmal nach den Blaupausen. Heilpille. Ja, dreimal ist doch richtig was, ne? Ich glaube, Duplikanten nehmen wir jetzt nicht. Wir haben da sechs am Rumlaufen. Athletik gesenkt an Forschung auftreten, Teilgeschwindigkeit der Nutzung gesenkt. Also der wäre jetzt hier okay. Immun gegen Lebensmittelvergiftung, drei Kreativität und drei Medizin. Aber nee, ich nehme diese hier, das ist schon gut so. Und das ist wahrscheinlich immer noch der eine, den wir haben, den wir nicht aufwerten wollen, weil das sowieso... Ach nee, da ist... Aber hier, da sieht man das Rote, das bringt uns also nichts weiter. Aber hier, er geht. Er geht. Unser Koch, der kann auch den zweiten Ding ins Level machen. Ja, danke. Gut. Läuft erstmal. Er ist lecker am Essen da. Kriegen wir hier noch was fertig? Da ist so viel schmutzige Luft jetzt hier reingekommen, ne? War jetzt nicht so der Bringer, ne? Wächst hier alles? Ich glaube, hier wächst jetzt alles. Das kalte Wasser kommt hier doch schon vorbei, ne? 25,7 ist schon ein bisschen besser geworden. Müsste man überlegen, ob man das hier noch erweitert, diesen Bogen, ne? Damit es noch kühler wird. Er ist lecker am Essen da. Ja. Geht, ne? Könnte schlimmer sein, oder? Koch schläft erstmal eine Runde. Alle am Schlafen.
1, 2, 3. Nee, da ist eine Nachteule. Otto hat aber keine Luft gekriegt. Was macht denn die Luft? Sauerstoff. Ja, sieht gerade nicht so doll aus, ne? Woran liegt's? Hier wird Luft produziert. Geht auch hier hin. Da haben wir es aufgemacht. Lüftungsschema. Lüftungsschema haben wir, ne? Passt gerade nicht so. Jetzt haben wir ein Lüftungsschema. Also der Sauerstoff geht schon hier rein, aber da ist, guck mal, da ist auch so Wasserstoff bei. Warum das denn? Relativ viel Wasserstoff. Okay. Hier oben staut sich auch irgendein Zeug. Da wird jetzt gerade nicht so viel produziert, ne? Weil da kein Strom ist. Und wo wird ihr denn versorgt? Ne, das war falsch, das ist richtig. Von diesem Laufrad da. Dann müssen wir das mal anschmeißen. Muss mal eine 7 hin. Er ist gut am Arbeiten, ne? Der Gecko ist hungrig. Kann man hier was aufwischen? Wahrscheinlich nicht, ne? Könnten wir hier, wie hoch ist es gerade? Auf 5, das machen wir aber niedriger. Machen wir mal auf 3. Machen wir hier das Graben. Bis da. Und hier können wir mal auch ein bisschen graben vielleicht. Weiß nicht, das kann man nicht aufwischen. Ich glaube, das ist noch zu hoch. Ja, mach mal so. Duscht sich irgendwo einer? Nee, da wird Hände gewaschen. Alles klar. Sieht erstmal soweit gut aus. Die Wand ist jetzt tatsächlich mal zu. Hier unten ist noch ein bisschen offen. Natürlich kann man jetzt abbauen, ne? Wo wir dann da nicht mehr hinkommen, oder wie ist das? Dann ist das halt so. Dann wird die Schleuse gemacht. Hier muss auf jeden Fall Licht hin. Die Skulpturen sind jetzt nicht die besten, ne? Hier verhungert. Kann sich da mal einer drum kümmern? Wer macht denn das? Viehzucht haben wir aber einen. Der Miep macht das. Ah, wird schon werden, Miep. Was ist denn hier drin? Nix, ne? Ja. Machen wir die Prio da auf 8. Wo ist denn der zweite? Ach, die laufen beide doppelt übereinander wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Da sieht man's. Gut. Travaldo macht das. Ist das andere Laufrad? Ist Miep wahrscheinlich dann drin, ne? Ne, Harold. Dann läuft's hier unten auch mal. Wie sieht's denn da jetzt mit dem Sauerstoff aus? Passiert hier was? Pumpe kann jetzt fördern, aber passieren tut da doch nichts, ne? Da wird jetzt gefiltert. Er macht die schmutzige Luft ja weg, ne? Oh, ist schon alt. Ah, warte mal. Wir müssen mal hier höher priorisieren, denke ich. Rütet. Und Prioritäten macht die mal hier gerade auf 9. Damit das läuft. Ja, der wird irgendwann sterben dann, ne, wenn er alt ist.
Und hier ist jetzt noch Erdgas drin. Was ist denn hier gelagert? Ach, Hedling, das ist das. Tieraussetzer. Braucht der Futter? Ist das die Frage? Und diese Pumpe müsste dann auch mal an, ne? Damit da wieder schmutzige Luft reinkommt, oder sehe ich das falsch? Schwierig. Das Ei ist schon reingelegt worden, aber wir haben keinen Strom, weil hier Leitungen fehlen. Dann müssen wir hier vielleicht noch... ...ein bisschen mehr Kupfer machen, ne? Ja, das sieht nicht so toll aus mit fertig werden. Hier ist es fertig. Jetzt haben wir nur den Dreck von uns selber noch. Hier geht's Essen fertig, da kann man auch ernten. Sieht eigentlich schon mal wieder einigermaßen aus, ne? Hier haben wir sauberes Wasser. Die Pumpe ist noch da. Ja, wie viel Temperatur geht denn hier jetzt weg? Da geht's hoch, ne? 29,5 Grad, okay. Hier könnte man wischen. Ein Lagerraum wäre auch noch frei. Da wird geerntet, das ist gut. Keine Forschungspunkte ausgewählt. Soll denn einer forschen? Haben wir da irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, jo, das lass uns mal schnell noch auf jeden Fall machen? Nicht wirklich, oder? Die Gatter und sowas. Was haben wir denn hier? Monumentspitze, okay. Transportrohr. Ja, Schutzanzug und das haben wir ja schon mal. Was ist das hier? Espressomaschine. Automatic Notifier. Hammer. Was ist das? Sweep Dock. Ölbrunnen und Polymerpresse. Ja. Gaspumpe Mini. Also ich sehe jetzt gerade nicht, dass wir hier noch was ankicken sollten. Da drunter war ja nichts mehr, ne? Nein. Jetpacks. Ich würde jetzt einen von diesen hier nochmal anstoßen wollen. Na, lass mal an. Wenn einer forschen gehen möchte, dann kann er ja forschen gehen. Wir müssten nur gucken, dass die Forschung allerdings sehr niedrig ist. Ist aber auch kein Forscher da wahrscheinlich. Okay. Da passiert gerade nichts. Wie sieht es mit dem Sauerstoff aus? Ist das jetzt gerade besser geworden? Hier oben schon, ne? Hier diese Schlafplätze, die machen mir noch Sorgen. Welche Lüftung ist denn, dass die da hingeht? Ah, kommt gerade auch was. Okay, dann geht's ja. Dann geht's ja. Ist nicht viel, aber ist was. Das sind aber große Sachen, da geht viel Luft rein, ne, oder? Ja, das ist schon nicht schlecht, dass das kommt. Irgendwas haben wir gerade produziert.
Wo fehlen denn die Ressourcen? Beim Grill fehlen die Ressourcen. Was haben wir denn da ausgewählt, dass da die Ressourcen fehlen? Frittierter Matsch, okay. Den frittierten Matsch, den gibt es natürlich dann. Wo ist denn das andere Ding? Ne, war weiter unten, ne? Hier ist er. Die sind aber auch angesagt. Also mal gucken, wenn es kommt. Ja, hier müsste was fertig werden. Der Fingerhutschilf wird geerntet, sehr schön. Er hat keinen Sauerstoff. Muss jetzt hier Gas atmen. Ja. Den müssen wir ausbrüten dann, ne? Den Puffprinz, das Puffprinz-Ei. Allerdings funktioniert das erst, wenn wir da Strom haben. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hier unten, das ist unser Gasding. Ja, der macht hier gerade wieder Gas, ne? Da würde unsere Energie auch herkommen, wenn wir denn mal da was machen würden, ne? Da hätten wir dann auch einen Ofen, der damit funktionieren kann. Hier wächst ein bisschen mehr. Hier kann man sogar ernten. Da wird geschlafen. Hier ist nichts fertig. Allerdings ist hier auch jetzt zum Glück zugegangen. Ja. Schwierig. Aber langsam geht es ja voran. So ist ja nicht, ne? Vielleicht sollten wir nächstes Mal doch noch so einen Duplikanten nehmen. 19.000. So schlecht ist das Essen nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Soweit sieht es ja eigentlich ganz gut aus, oder? Ist die Frage, was diese vielen Sachen hier machen. Wenn man da drauf tritt, geht irgendein Mechanismus los. Keine Ahnung, ob wir da Monster befreien oder was. Weiß keiner so genau, ne? Da ist jetzt der Dingens, der Farn gewachsen, ne? Probieren wir den an der zweiten Stelle auch noch aus, oder? An der dritten auch noch. Wenn es geht, dann geht's, oder? Ja, hier ist tatsächlich jetzt ordentlich was drin, ne? Da läuft wieder einer, dann wird das schmutzige Wasser wieder sauber. Ja, das läuft dann. Wird gereinigt. Wo läuft das jetzt hier hin? Ach so, zu dem Baum, alles klar. In die Ackergeschichte und da kriegen wir dann Holz her, ne? Okay. Hier, das muss noch fertig werden. Prio haben wir doch 9, ne? Oder? Ja. Müssen wir mal gucken, wie das wird. Aber gut sieht es gerade nicht aus. Da, oh, guck mal hier, was sie gemacht haben. Sowas. Jetzt kann man wischen. Aber hier geht wischen nicht, ne? Naja. Oh, oh, da geht ein bisschen wischen. Da wird wischen auch nicht gehen. Die machen Sachen, die ich jetzt nicht so begeistert finde. Hier wäre schöner, was fertig zu kriegen zum Beispiel. Obwohl da nicht ganz so schlimm ist. Ah, muss mal gucken. Nochmal Sauerstoff. Dieser Schlafraum hat immer noch keinen Sauerstoff. Und das Bett ist auch noch belegt, ne? Derjenige, der da ist, der kann nicht schlafen.
viel Wasser. Gut, würde ich aber sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Schreibt Kommentare dazu, was ihr hier als nächstes machen würde. Genauso wie das Teilen des Videos zu anderen Kanälen und so weiter und so fort, dass andere mitkriegen, dass hier so ein kleines, ja, wie soll man es nennen, Chaoswäldchen ist, wo ja jemand was machen könnte. Gut, alles klar, bis dann. Macht's gut. Tschüss.